denkt in außerirdischen Dimensionen, die elektrische Transport studiert Tiger X ist eine Kombination aus Allradfahrzeug und vierbeiniger Laufmaschine. Sie könnte über den Mond kraxeln, oder auf Erden Hilfsgüter in unzugängliche Gegenden. Beides würde unbemannt geschehen. Hyundai Tiger X-1, der Exkursionsroboter könnte dereinst auch über extraterrestrisches Gelände kraxeln. Hyundai. Beim Stichwort Hyundai denkt der Autokundige an Modelle wie 10. Weltraumtaugliches kommt da weniger in den Sinn. Tatsächlich taucht der Tiger X-1 nicht im Konfigurator des südkoreanischen Herstellers der Transforming Intelligent Ground Excursion Robot, was in etwa mit wandlungsfähigem intelligenten Bodenexkursionsroboter zu übersetzen wäre, ist vorerst eine Studie, die sich dereinst aber in unzugängliches Gebiet vorwagen könnte, nicht nur auf Erden, sondern womöglich sogar auf dem Mond. Autonom und fernüberwacht Menschen sollen sich dabei nicht an Bord befinden. Der Tiger X-1 geht unbemannt und autonom vor, sein Tun würde mit Hilfe von 360-Grad-Steuerung und vielerlei Sensoren fernüberwacht. Die Möglichkeiten des Gefährts, das nach Angaben seiner Schöpfer selbst die leistungsfähigsten Geländewagen hinter sich lassen soll, erscheinen wie aus einem Star Wars. So verfügt der Tiger nicht nur über Räder, sondern tatsächlich auch über Beine. Eine Exkursion könnte dann so aussehen, dass sich der Robokraxler zunächst wie Allradfahrzeug fortstellen, sich ihm gröbere Hindernisse in den Weg oder bleibt er gar stecken, würde er die vorher eingezogenen Beine ausfahren und einfach weitergehen. Vierbeiner, zu Fuß verlässt der Tiger X-1 ausgetretene Pfade. Hyundai denkbar ist auch das Teamwork mit einer Flugdrohne, die den elektrisch angetriebenen Tiger nicht nur aufladen, sondern auch auf dem Luftweg in sein Einsatzgebiet bringen. Helfer bei Naturkatastrophen. Dieses mag in einer fernen Zukunft tatsächlich auf dem Mond oder einem anderen. Zunächst aber dürfte der Bodenexkursionsroboter, wenn er denn gebaut wird, erdgebunden genug zu tun gäbe es für ihn. So könnte er bei Naturkatastrophen Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete bringen oder bei der Erkundung entlegener Regionen helfen. Verantwortet wird das Projekt von Hyundais Denkfabrik New Horizons Studio mit Sitz in Mountain View, das wiederum im kalifornischen Silicon